Wir bieten relativ viele Möglichkeiten, letztendlich irgendwie zu uns zu kommen. Das kann während des Studiums, im Praktika, Abschlussarbeiten, die wir anbieten, duale Studienmodelle. Wir haben ein Pre-Master-Programm, wo man sich weiterentwickeln kann als Bachelor-Absolvent. Das sind Möglichkeiten des Einstiegs, neben dem normalen Direkteinstieg natürlich. Ja, das vielleicht das klassischste Modell ist, das meistgenutzte. Haben wir noch Trainee-Programme, da gibt es das Graduate Specialist Program, wo es um die Fachlaufbahn geht, wo wir die an der Stelle speziell fördern. Und es gibt das Junior Managers Programm, das ist unser Programm für die Führungslaufbahn, wo wirklich das Ziel ist, an der Stelle Potenziale früh genug zu erkennen, um im Unternehmen weiterzuentwickeln. Grundsätzlich ist es so, wenn man in einen Bereich hineinkommt, wird einem erstmal die Möglichkeit gegeben, sich einzufinden, kennenzulernen, was macht der Bereich überhaupt, welche Themen gibt es da überhaupt, wer sind meine Kollegen. So wie es auch verschiedene Einstiegsprogramme gibt, in denen man sich fachlich vertieft, da der Spezialist wird, die brauchen wir. Das ist einfach von unserem Unternehmen natürlich auch ganz wichtig. Durch diese ganzen Seminare am Anfang lernt man da ja auch wieder andere Leute, die gerade anfangen oder in ganz anderen Bereichen sitzen, kennen. Das heißt, man hat eigentlich sehr schnell ein sehr großes eigenes Netzwerk und sehr viel Hilfe an der Stelle. Also diese ganze Vernetzung und Hilfe untereinander wird ja ganz stark hier auch unterstützt von den verschiedenen Bereichen. Ne? Das Thema Internationalität bei Bosch hat eigentlich für mich zwei Seiten. Zum einen ist die Frage, inwieweit bin ich als Teilnehmer in der Lage, ins Ausland zu gehen und nochmal auch nach der Hochschule eben Auslandserfahrung zu sammeln. Diese Möglichkeit besteht. Innerhalb des Programms ist es so, dass eine Auslandsstation von 4 bis 6 Monaten Pflicht ist. Das heißt, jeder Teilnehmer des Programms geht für diese Zeit an einen Bosch-Standort im Ausland. Andererseits ist es so, dass meine äquivalenten Kollegen in England, in Frankreich, Italien und in Schweden sitzen. Das heißt, selbst wenn ich in so einer regionalen Struktur wie einer deutschen Struktur bin, habe ich schon sehr viele Möglichkeiten. Wenn mich heute jemand fragen würde, was halte ich überhaupt von der Firma Bosch als Arbeitgeber, dann würde ich ihm wahrscheinlich antworten, sehr viel. Ich finde, Bosch ist ein Arbeitgeber, der aus meiner Sicht sehr stark auch auf die Persönlichkeit eines Einzelnen achten. Und auf der anderen Seite zeigt mir Bosch unheimlich viele Möglichkeiten auf, was ich fachlich lernen kann, wo ich fachlich tätig werden kann.